In Rothenburg. Der Weg ist das Ziel und der führte die Fahrer des Vespa-Veteranenclubs heute durch mittelalterliche Kulisse mit gemächlichen 20 Stundenkilometern. Vor den Fahrern und ihren Vespas liegen noch 300 Kilometer auf der romantischen Straße Richtung Süden. Die älteste Teilnehmerin ist dabei diese Königin. Der Vespa-Veteranenclub Deutschland nämlich hat Halt in Dasing gemacht auf seiner Tour von Würzburg nach Füssen. Anja Pröller und Matthias Kammerer berichten. Die Western City in Dasing mutierte am Montag neben den Karl-May-Festspielen zu einem Treffpunkt der besonderen Art. Der Vespa-Veteranenclub Deutschland machte Station bei Fred Rei. Mehrmals jährlich ist die Gruppe von Nostalgikern in Deutschland unterwegs. Diese Idee von dieser Tour kam dadurch, dass der Vespa-Club Rothenburg alljährlich im 1. August sein Treffen abhält, ein privates Treffen. Und dann wollten wir das verbinden und wollten mal ein paar Tage länger unterwegs sein und dann kam der Kollege Schürer auf die Idee, wir fahren die romantische Straße von Würzburg bis Süssen und verbinden das mit dem Vespa-Treffen in Rothenburg. Auch für Fred Rei war der Besuch etwas Besonderes, denn auch er verbindet mit dem Mythos Vespa seine ganz persönlichen Momente. Also ich finde es schön, wenn sich Leute noch für die alten Traditionen besinnen. Die Vespa war ja der erste Roller, den es nach dem Krieg wieder gab. Und ich freue mich natürlich besonders, dass mich der Vespa-Club besucht hat, denn ich war selbst früher im Besitz. Mein erstes Fahrzeug war eine Vespa ebenfalls. Und können Sie sich vorstellen, wieder vom Pferd auf die Vespa umzusteigen? Da kann ich nur sagen, das eine tun, das andere nicht lassen. Ein Pferd ist ja nur ein PS, die Vespa hat ja, ich glaube, 7 oder 9 PS. Aber ich glaube trotzdem, ich bleibe beim Reiten. Seit 1946 trat die Vespa einen Siegeszug durch die ganze Welt an. Seitdem wurde sie über 3 Millionen Mal verkauft. Doch was genau macht eigentlich den Reiz des Zweirads aus? Erstens mal die feminine Form der Vespa, die Weiblichkeit. Also wie gesagt, dann kommt die Mobilität dazu. Und die Vespa hat natürlich den Vorteil durch das Beinblech, dass man unabhängig davon ist, ob die Straße feucht oder schmutzig ist. Man konnte also zu der damaligen Zeit, brauchte man ja keine Schutzkleidung, keinen Helm tragen. Man konnte mit einem schönen Anzug drauf sitzen und durch die Stadt fahren. Und heutzutage ist es natürlich toll, dass man in der Stadt in jeder Ecke einen Parkplatz bekommt. Und mit 2,5–3 Liter auch über 100 Kilometer fährt gegenüber einem Auto, das ja das 3-, 4- oder 5-fache braucht. Gebaut wurde die Vespa unter anderem auch in Augsburg. Die Vespa wurde in Deutschland zusammengebaut. Die Rahmen und Motoren kamen aus Italien. Und man hat dann in Augsburg, Hauenstetten, hat man das Rücklicht, die Denfeld-Sitzbank, den VDO-Tacho und den Scheinwerfer und das Schloss. Also Scheinwerfer war auch von Hiller und das Schloss kam von der Firma Huf. Mit den Teilen hat man dann die Vespa bestickt und in Deutschland verkauft. Mit viel Liebe zum Detail sind die Maschinen restauriert und instand gehalten worden. Die Leidenschaft der Vespa-Besitzer scheint keine Grenzen zu kennen. Diese Leidenschaft entstand eigentlich schon mit 18. Und zwar habe ich damals schon von den Rollern geschwärmt. Die waren ja damals eigentlich der, wie soll ich sagen, der Porsche des kleinen Mannes. Und diese Leidenschaft ist dann auch geblieben über die 40 Jahre. Und wenn wir heutzutage wieder auf den Roller steigen, dann sind die 40 Jahre, die dazwischen liegen, vergessen. Und wir fühlen uns wie damals. Nach einem Abendessen ging es dann weiter in Richtung Füssen. Auf der romantischen Straße, als wäre die Zeit für sie ein Stück weit stehen geblieben. Thank you.